Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ein Aspekt in der Fotografie und nicht nur in der Fotografie ist, wie entwickle ich mich persönlich weiter? Wie sieht denn meine Weiterbildung aus, um hier wirklich besser zu werden oder überhaupt mal eine Entwicklung zu haben in dem, was man hier macht? Ich verfolge dabei mehrere Strategien. Das eine ist, ich nehme zum Beispiel an Workshops teil von Landschaftsfotografen, die mich interessieren. Oder ich schaue mir YouTube-Kanäle an, verfolge die über eine ganze Zeit lang, bekomme so wirklich wertvolle Tipps und sehe auch bei diesen Fotografen eine bestimmte Entwicklung. Ja, und was ich sehr gerne mache, ist, ich gehe ab und zu mal in Galerien. Das müssen nicht nur Fotos sein, das können auch gemalte Bilder sein, also mich interessieren Bilder grundsätzlich. Und natürlich auch Fotobücher. Und Fotobücher ist das Thema heute. Da habe ich mir über die Zeit jetzt einiges angeschafft und das ist wirklich eine gute Hilfe zu sehen, welche Stilmittel setzen Fotografen ein, an welchen Locations sind die unterwegs. Auch Bilder, die mir nicht gefallen, bringen mich ja oft auch weiter, um zu sehen, wo sind denn meine Grenzen, wo ich nicht hin will. Ja, und ich kann mir über die Zeit halt auch immer wieder die Bilder ansehen. Manchmal gibt es Bilder, am Anfang sprechen die mich gar nicht an und 2-3 Jahre später gefallen die mir plötzlich besonders gut. Und manchmal kann ich gar nicht sagen, warum ist das überhaupt so? Also oft weiß man, ja, das ist eine tolle Landschaft oder das ist ein besonderes Licht, ein besonderes Stilmittel. Die Perspektive ist hier ganz toll gewählt. Grundsätzlich ist der Bildaufbau oder die Bildkomposition extrem gelungen. Aber manchmal sind Bilder auch einfach nur schön und man weiß auch gar nicht, warum das jetzt so ist. Und das ist ja auch okay. Also man muss ja nicht jedes Bild zu Tode analysieren. Heute starte ich eine Reihe von Buchvorstellungen, die mich besonders inspiriert oder motiviert haben. Das sind natürlich Bücher insbesondere zur Natur- oder Landschaftsfotografie oder auch Fachbücher, die diesen Bereich halt unterstützen und wertvolle Tipps geben. Das erste Buch in dieser Reihe ist Im Bann des Nordens von Bernd Römmelt. Wer Bernd Römmelt noch nicht kennt, das ist ein Natur- und Landschaftsfotograf aus München, hat schon mehr als 30 Bildbände veröffentlicht und ist hauptsächlich in den Alpen und im Norden unterwegs. Und dieses Bild befasst sich halt mit dem Norden. Alle weiteren Informationen zu Bernd Römmelt verlinke ich euch unten in der Beschreibung zu seiner Website und auch alle Daten zu diesem Buch, wenn ihr interessiert seid, wie ihr das erwerben könnt. Kleiner Disclaimer, dieses Buch habe ich mir selbst gekauft. Ich werde nicht gesponsert oder unterstützt vom Verlag oder von Bernd Römmelt. Mein Blick schweift über die traumhafte Kulisse, durch die mein Boot seine Bahn zog. Eine Welt aus treibenden Eisbergen und Spitzen, steil in das Meer abfallenden Küstenbergen. Ich genoss die Schönheit der Landschaft und die ganz besondere Atmosphäre, der man sich kaum entziehen kann. Die frische, klare arktische Luft blies mir ins Gesicht und pustete meinen Kopf frei. In diesem Moment stand mir die Zukunft klar vor Augen. Ich konnte nicht aufgeben. Ich wollte diese Landschaft so lange weiter dokumentieren, bis jeder begriff, was für ein grandioser Lebensraum auf immer verschwindet, wenn der Klimawandel in derselben Geschwindigkeit weiter voranschreitet. Ja, in diesem Vorwort beschreibt Bernd Römmelt den Moment, in dem er die Idee zu diesem tollen Buch hatte. Danach folgten 22 Reisen und er war über 450 Tage im hohen Norden unterwegs, rund um die Welt, um diese tollen Geschichten und Bilder zusammenzustellen. Und einiges davon werde ich euch jetzt vorstellen. Ja, thematisch startet das Buch mit Alaska. Und hier gibt es wunderbare Bilder von Polarbären mit ihren Jungen. Und immer zu jedem Bild gibt es einen kleinen Begleittext, der die Situation beschreibt oder die Umstände. Oder einfach auch mal Informationen zu den Tieren. Ja, es wechseln sich immer tolle Tierbilder ab mit grandiosen Landschaftsfotografien. Und diese Doppelseite zeigt die Brook Range am frühen Morgen. Ein fantastisches Bild. Die herbstlichen Farben, dann das ruhige, stille Wasser, in dem sich dann die Berge spiegeln. Also toll. Ja, in diesem Abschnitt befinden sich auch direkt meine Lieblingsbilder. Und zwar sind das die Bilder von den Moschusochsen.
Die Moschusochsen stehen im eiskalten Wind, der Schnee hängt im Fell fest und dann dieser intensive Blick auf den Fotografen, bedrohlich und gleichzeitig wunderschön, also ein tolles Bild, eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Dazu immer wieder wunderschöne Begleittexte. Ich lese mal kurz noch mal was vor. Wittern Moschusochsen Gefahr? Ihre Hauptfeinde sind Wölfe und Braunbären, bilden die Herdentiere sofort einen Abwehrwall. Die stärksten Tiere stellen sich dem Feind und schieren die Schwächeren, die Alten und die ganz Jungen ab. Fairbanks, 6. Februar 2016, 8 Uhr morgens. Für Alaska milde Temperaturen von minus 20 Grad. Es herrscht hektisches Treiben im Bereich der Startlinie. Überall große Pickups mit den typischen Hundetransportaufsätzen. Ich stehe mittendrin, kann mich gar nicht auf ein Motiv konzentrieren. Dort werden Hunde aus Autos geholt, woanders wird ihnen das Geschirr angelegt. Ganz vorne stehen sie schon in Reihe und Glied, heulen, bellen, wollen endlich los. Das Laufen liegt ihnen im Blut. Ja, so beginnt Bernd Römmel den nächsten Abschnitt in diesem Buch. Das ist über den Yukon Quest, das größte Hundeschlitten der Welt. Ja, dieser Teil des Buches ist nicht so aufgebaut wie ein gewöhnlicher Landschaftsfotobericht, sondern das ist wirklich im Reportagestil. Bernd Römmel begleitet hier diesen Jugendquest dokumentarisch und nimmt die unterschiedlichen Aspekte halt während des Rennens auf. Er begleitet wirklich diese Hundeschlitten über ihren gesamten Weg, macht immer wieder Bilder, auch von den ganzen vielen Menschen, die diesen Jugendquest überhaupt erst möglich machen durch Verpflegungsstationen und ärztliche Betreuung. Ganz eindrucksvolle, tolle Bilder, die wirklich die Atmosphäre von diesem Rennen wiedergeben. Der Dempster Highway gilt als King of the Road des Nordens. Die Schotterpiste führt durch nahezu alle Vegetationszonen des hohen Nordens. Tundra, Taiga, Bergwelten und am Schluss als Krönung das Eismeer. Dieser Highway ist die einzige Straße Kanadas, die über den Polarkreis hinausführt. Knapp 10 Monate im Jahr ist der Dempster Highway durchgängig befahrbar. Lediglich ein paar Wochen im Frühling und im späten Herbst muss die Piste an den Übergängen über den Peel und in den Mackenzie River gesperrt werden, wenn das Eis der Flüsse noch nicht oder nicht mehr dick genug ist, um Autos zu tragen und der Fährverkehr aufgrund treibender Eisschollen ebenfalls nicht möglich ist. Ja, Bernd Römmel ist diese Strecke gefahren und hat das dokumentiert und wirklich grandiose Bilder machen können. Also da wäre man wirklich gerne bei gewesen. Man spürt zwar die Anstrengung und auch die Gefahr, die dieser Highway bietet, aber die Bilder sind einfach fantastisch. Und eines meiner Lieblingsbilder ist sicherlich dieses Bild hier, wo die Länge der Straße bis in die Ferne zu erkennen ist und man die Einsamkeit spüren kann, in die man hineinfährt. Und man weiß, wenn man hier liegen bleibt, dann kann es schon Stunden oder Tage dauern, bis jemand vorbeikommt, um Hilfe zu leisten. Tunu, Grönlands wilder Osten. Der Scoresby Sund im Nordosten war mein Ziel. Es ist das größte und längste Fjordsystem der Welt und landschaftlich wahrscheinlich das spektakulärste, was ich jemals zu Gesicht bekommen habe. Aus der Luft gleicht das Fjordsystem einem verästelten Baum. Von dem 110 Kilometer langen Hauptarm zweigen unzählige Fjorde ab. Der längste erstreckt sich über 350 Kilometer. Die Gesamtfläche beträgt 38.000 Quadratkilometer. Spitze, zackige Berggipfel reihen sich hier wie Perlen in einer Schnur. Von allen Seiten ziehen sich lange Gletscherzungen die Berge hinunter und kalben ins Meer. Eisberge driften im Wasser. Eine wunderbare Welt aus Eis, Wasser und Stein. Ja, dieses Bild gefällt mir besonders gut, weil dieser Hundeschlitten im Vordergrund gibt eine wunderbare Skalierung. Man bekommt eine Ahnung, wie hoch die Berge sind und wie einsam das hier ist, wenn man hier lebt. Der Bildaufbau ist auch, finde ich, ganz besonders, weil der Schlitten so ganz unten angeordnet ist und der Berg so viel Raum einnimmt in diesem Foto. Ja, hier in Ostgrönland sind wunderbare Bilder entstanden, alleine durch das Licht,
manchmal ist es gar nicht so, dass hier wirklich ein starkes Motiv vorhanden ist, sondern das Licht selbst ist so fantastisch und toll. Und das zieht sich ja auch fast durch die gesamte Geschichte dieses Buches, dass das Licht des Nordens unglaublich ist. Und das findet man nirgendwo anders. Und deshalb, man muss auch einfach mal selbst dorthin fahren, wenn sich irgendwie die Gelegenheit bietet. Dieses Licht muss man wirklich erleben. Aber Bernd Rommel gelingt es wunderbar, das ins Bild zu packen und wirklich rüber zu transportieren an den Betrachter. Ja, bei diesem Kapitel über Ostgrönland bekommt man mal so einen Einblick in die Reisen und das Leben eines Landschaftsfotografen. Das ist nämlich nicht immer ganz so einfach, vor Ort zu sein, mal eben ein Bild zu machen und wieder abzureisen. Er schreibt hier sehr eindrücklich, wie er festhängt, über Tage nichts machen kann, sich Alternativen sucht, dadurch wieder neue, gute Bilder entstehen, aber man auch tagelang wirklich gar nichts machen kann, außer sich vorzubereiten und zu überlegen, welche Locations man in welcher Reihenfolge doch dann am besten abarbeiten kann vor Ort. Weil diese Entscheidung, die kann man oft erst vor Ort treffen, weil das sehr wetterabhängig ist. Ja, insgesamt hat dieses Buch noch 5 weitere große Kapitel. Und es hat auch ein tolles Format. Es ist insgesamt 32 x 28 cm groß. Eine wunderbare Papierqualität. Die Haptik ist toll. Alles macht einfach Spaß, darin zu blättern und zu lesen. Ja, dieses Buch begleitet mich jetzt schon einige Jahre. Ich schaue immer wieder mal rein. Ich finde immer wieder was Neues. Ist ja auch dick genug. Und man spürt wirklich, wie viel Arbeit und Leidenschaft sowohl der Autor als auch der Verlag hier reingesteckt haben. Das ist mit viel Liebe gemacht und ein tolles Buch. Kann ich nur empfehlen. Ja, was mir auch an diesem Buch sehr gut gefällt, ist, dass der Wechsel von Text und Bildern wirklich sehr ausgewogen ist. Also die Texte wirken niemals überladend oder zu dominierend. Es bleibt ein Fotobuch und das, was an Text da ist, das trägt diese Bilder halt. Sie sind entweder kurz beschreibend oder die Story ist halt so aufgebaut, dass sie die Landschaften wirklich erklärt. Und diese Stories oder Dokumentation ziehen einen wirklich in die Geschichte rein und man kann die Landschaften wirklich viel besser erleben. Ja, durch diese tollen Stories, die einen wirklich mit reinnehmen in diese Landschaften, wirken die Bilder noch intensiver und das Erleben ist noch ein bisschen intensiver. Also für mich war dieses Buch eine große Inspiration und auch Motivation, selber diese Länder zu bereisen. Und inzwischen war ich ja auch im hohen Norden Norwegens und auch auf Grönland. Und da kann ich dem Bernd Rommel nicht genug danken, dass er mich dermaßen inspiriert hat. Ja, wie ihr merkt, ich liebe Bücher und ich liebe die Landschaftsfotografie. Und mit diesem Buch werden beide Leidenschaften gestillt. Kann ich nur empfehlen. Ja, wenn euch diese erste Buchvorstellung gefallen hat, so gebt mir doch gerne einen Daumen rauf oder abonniert meinen Kanal. Mich würde auch mal interessieren, ob euch grundsätzlich interessiert, weitere Bücher kennenzulernen oder hier vorgestellt zu bekommen. Ja, das war's für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.